Heute ist das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu. Und dieses Fest ist wirklich ein sehr, sehr großes Fest. Und die Kirche hat gespürt, dass nach Ostern, nach Pfingsten, dass es noch einige Feste braucht, um noch tiefer zu zeigen, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist und dass seine Treue ohne Bruch ist und dass er uns das Beste geben will. Nach Pfingsten Dreifaltigkeit, dann von Leichnam und jetzt Herz Jesu, morgen das unbefleckte Herz Mariens, herzliche Einladung jetzt schon zur morgigen Heiligen Messe. Aber jetzt sind wir bei dem Herzen Jesu. Liebe Brüder und Schwestern, heute wird die Predigt etwas anders sein. Im Impuls habt ihr schon einiges gehört. Das wichtigste Wort nach dieser Predigt soll nicht die Kirche sein. Aber die Kirche, das Wort sagt es, die Kirche, ja, die Kirche war vom Mittelalter her so ein Zentrum, wo die Leute von auswärts zur Kirche gekommen sind. Und heute sind wir in einer ähnlichen Situation, wo manche von auswärts kommen. Die Kirche, hier bin ich geboren, knapp 100 Meter von hier weg. Die Kirche, hier in die Richtung, war unser Vater im Krankenhaus, ich habe es im Impuls erzählt, todeskrank. Die Kirche, eine Schwester hat zu unserer Mutter gesagt, kaufen Sie sich ein Bild, dieses Bild ist es, weihen Sie Ihre Familie dem Herzen Jesu. Der Vater ist gesund geworden, Mutter war schwanger mit dem zweiten Kind, 5 weitere sind gefolgt. Die Kirche, für mich große Stadt, fast Weltstadt, 8 Kilometer entfernt. Ich bin hier ins Gymnasium gegangen und hatte großen Respekt gegenüber dieser Stadt, damals war sie noch viel kleiner, aber großen Respekt auch vor dieser Schule und von all diesen gescheiten und klugen Jungs und Mädchen, die schon richtig stark waren. Die Kirche, mit 15 Jahren habe ich hier in einem Gebetskreis, habe ich die Erfahrung gemacht von der Liebe Gottes und zwar durch die charismatische Erneuerung. Es hat mich tief betroffen gemacht und ich habe gespürt die Freiheit des Herzens von so vielen jungen Menschen, die mit Freude, mit Liebe Gott den Herrn gelobt, gepriesen und auch geliebt haben. Liebe Brüder und Schwestern, immer wieder die Kirche. Dann ging es ins Studium, die Berufung zum Priestertum, nach Trier, nach Paris, wieder zurück nach Trier und dann lange Jahre an die Mosel, ist einigen bekannt im Ausland, ein Grenzfluss mit Deutschland und Frankreich. Und dann Priester an der Mosel mehrere Jahre und dann wieder die Kirche. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier landen würde, in dieser Pfarrei, so nah an meiner Heimat heran. Der Herr weiß, warum ich hier gelandet, um sozusagen gelandet bin. Der Herr hat Pläne des Heils und Gott weiß, warum, auch wenn wir nicht alles verstehen oder direkt interpretieren können. Aber ich weiß, dass Gottes Wege richtig sind, dass er für jeden von uns einen Plan hat, dass er für jeden von uns einen Plan des Heiles hat. Und dass er uns an seinem Herzen will teilhaben lassen. Ich gebe euch jetzt ein kleines Zeugnis und vielleicht ist das jetzt der Abschluss von diesem Zeugnis, von dieser Predigt. Es war gestern. Gestern nach der Heiligen Messe zwischen 12 und 1 Uhr. Wie jeden Tag knie ich hier vor dem Allerheiligsten Sakrament und seit längerem habe ich so im Herzen schon seit Jahren diesen Gedanken. Ich will einmal eine Predigt halten und die Predigt sieht dann so aus, also das wäre der Anfang. Wenn das wirklich Jesus ist in unserer Mitte, nach der Wandlung, dann würde ich dann ein paar Konsequenzen, ein paar Realitäten aufzählen. Ich hatte den Gedanken, wenn das wirklich Jesus ist, kaum gedacht, da hörte ich in meinem Innern die Stimme, ich bin es. Jesus direkt vor mir.
Das war so stark, dass ich dann nachher den Segen gegeben habe in alle vier Himmelsrichtungen. Dann war die Monstranz, die ich jetzt schon seit einigen Wochen gut kenne, die war so schwer, aber nicht nur physisch schwer, es war so die Gegenwart von Jesus selbst, nicht, dass ich ihn trage, nicht so. Im Hebräischen gibt es ein Wort für die Herrlichkeit. Als der Tempel eingeweiht wurde in Jerusalem, dann erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und dieses Wort heißt in Hebräisch Kabod. Das heißt Herrlichkeit, aber im ersten Sinne des Wortes Gewicht. Das heißt, da ist Gegenwart, da ist Präsenz. Und das war so stark gestern. Und als ich in verschiedene Richtungen gesegnet habe, in einer bestimmten Richtung, wo ich in einem besonderen Anliegen dann auch segne, wo viel Last ist, viel Dunkles, da auf einmal wurde das Dunkle, diese Last weggedrückt, so wie das Rote Meer beiseite gedrückt wurde. Und Jesus kam dahin, die Gegenwart kam dahin, und da sind auf einmal da Blumen gewachsen, im Bild. Ich habe es so empfunden, ich gebe es so weiter, wie ich es empfunden habe. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das wirklich Jesus ist und wir glauben, dass er es wirklich ist, mit wie viel mehr Macht, mit wie viel mehr Kraft kann er wirken, wenn wir ihm freien Lauf lassen und ihm freien Zugang geben zu unserem Herzen. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus sagt, kommt zu mir, die euch plagt, schwere Lasten zu tragen hat. Er sagt nicht, bleibt weg, das ist mir zu viel. Er sagt, kommt zu mir. Ich habe es schon getragen. Ich will meine Herrlichkeit, meine Gegenwart in diese Situationen hineinbringen. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Aber er sagt noch etwas, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Er sagt, versteht und lernt verstehen, was ich von euch will. Ich bin kein Gott, der euch erdrücken will. Ich bin kein Gott, der euch klein macht. Ich bin nicht der Gott, der euch verurteilt. Ich will, dass du ausruhst an meinem Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und nutzen wir das heutige Fest und nutzen wir jedes Gebet, am Herzen Jesu zu ruhen. Er, der am Herzen des Vaters geruht hat, er, der immer wieder seinen Ausgleich, seinen Frieden, den inneren Frieden bei Gott, dem Vater, gefunden hat. Möge er uns dazu segnen, uns, unsere Familien, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.